Da meinte Stellaris gerade tatsächlich einfach, es will nicht mehr. Alles klar. So, auf Eureka sieht's gut aus. Da wächst und gedeiht alles. Ja, hier ist jetzt leider arbeitslos. Der Teilblocker wird noch abgebaut. Ja, hier unten kriegt jetzt erstmal was zu tun. Ja gut. Sehr gut, sehr gut. Dann schauen wir doch mal, ob wir die blauen Laser kriegen. Construction complete. Tile blocker cleared. Okay. Sehr schön. War schon mal lang. Zack, rüber mit dir. Auch gleich bauen. Die ist da noch am machen. Okay. Er ist auch noch am machen. Hier haben wir schon eine Stufe 2. Solarkollektoren rein. Und das nächste, was wir bauen, ist dann eine Verbesserung dieses Außenpostens. Das ist ja umgebaute Schiffsunterkunft. Ich muss euch doch wirklich bitten. Das geht ja gar nicht. Ihnen hat 50%, das ist aber noch in Ordnung. Wie bitte, Pazifist? Construction complete. Ihr wollt mich doch wohl verarschen. Ich glaube, wir müssen hier gleich mal einen Krieg erklären, ne? Und gegen wen? Nicht mit einer 300er Flotte. Construction complete. Die beiden haben nicht Angriffsversprechen. Wir sind mir sogar überlegen. Ein Handelsabkommen. Okay. System Survey complete. Soll ich mit denen ein Defensivabkommen abschließen? Das würde mich zumindest im Fall eines Angriffs absichern. Machen wir einfach mal. Kostet mich zwar ein bisschen mehr Einfluss, aber... Okay, wie sieht's denn aus mit meinen Forschungsschiffen? Construction complete. System survey complete. So, warum brauchen wir jetzt momentan nicht? System survey complete. Sei froh, du wirst nicht versklavt. Okay. Oh, über 500 Energie-Credits, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Jetzt ist die Frage, soll ich den Teilblocker hier abbauen, der mir momentan noch nichts bringt? Nein, natürlich nicht. Nee, hier geht's auch noch nicht weiter. Entweder auf die 360 da warten, oder aber... Ich würde gerne Mineralien kaufen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt können wir das hier nämlich schon mal aufrüsten. Dann können wir unsere Mineralverarbeitung beziehungsweise unser Mineralabbau-Netzwerk aufrüsten, genauso wie die Kraftwerke. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Construction complete. Dort und dort werde ich noch Roboter hinsetzen. Na, du gehst darüber. Na los. Noch einen Monat mehr.
Na los, na los, na los, na los. So. Auch gleich abgesetzt. Du machst, ja. Oh, Diamant. Die Forschungsgeschwindigkeit bringt uns, glaube ich, momentan mehr. 60. Ja, momentan brauchen wir das auch noch nicht. Okay, der ist gleich damit durch. Dann ist der als nächstes dran. Dann baue ich dort und dort noch jeweils einen Roboter hin. Aber jetzt noch nicht. Und wenn ich hier jetzt sämtliche Geländefelder einmal zusetze, dann kommen keine neuen Menschen hinterher. Und davon hätte ich gerne noch 3 Stück. Hier Kontakte, relative Macht. Wo bin ich? Oh, ganz unten in der Nahrungskette. Shit. Evading hostile fleet. Hält mir jetzt nicht so unbedingt. Ich könnte den Raumhafen jetzt hier auf 200 erhöhen. Auf Stufe 2. Construction complete. So, du, was machst du? Du machst wahrscheinlich gar nichts. Research complete. System survey complete. Ganz Reichweite erhöhen. Zack, 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 das muss hier vorwärts gehen. Ich warte lieber darauf, dass ich den hier auf 360 habe. Wie weit ist er? Ah, auch noch am Rumgurken. Wie alt bist du denn mittlerweile? 63! Eia. Construction complete. Aber wir haben ja langlebig drin. Das heißt, es wird noch ein bisschen länger halten. Hoffentlich. Muss ich mal anfangen, die ganzen Sachen hier zu erkunden? Strafkolonie, Schmuggler-Asteroid. Das Frack. Anomaly found. Blöde Schnecken. Okay, wie sieht's hier aus? Ihr seid alle beschäftigt oder am Wachsen, das ist schon mal gut. System Survey complete. Blödsinn, was macht? Ach, egal. Komm. Irgendwann muss ich es sowieso verbessern. Das war gerade eigentlich eine Fehlentscheidung, die lasse ich jetzt aber einfach mal so. Ja, wir haben uns hier auf jeden Fall schon mal abgesichert. Die werden uns auf jeden Fall so schnell nicht angreifen. Wir sind ja immer noch ebenbürtig. Oh, verdammt, die haben nicht Angriffsversprechen mit denen. Das könnte in Konflikt geraten. Oh, oh, oh. System Survey complete. Ja, ja, System Survey. Ich muss aber langsam mal anfangen, hier irgendeinen Krieg zu führen, sonst werden nämlich meine Leute pazifistisch. Nicht gut. Was? Egalitär?
Du? Frechheit. Ach, ihm geht's gut. Das ist doch schön. Euch nicht so sehr. Mir auch echt leid. Ist ja auch egalitär. Okay, einen Moment mal. Jetzt muss ich doch gerade wieder in meine Fraktion da. Oh, okay. System Survey complete. Angeblich gar keinen? Da bin ich jetzt nicht böse drum, dass sich das scheinbar zurückentwickelt hat. Aber ich habe angeblich auch Pazifisten bei mir. Naja. System Survey complete. Gebäude Nummer 12. Research complete. Ja. Blaue Laser sind fertig, sehr schön. Schilder als nächstes. Meine Fresse, brauchen die hier lange. Na komm. Noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Ein bisschen mehr. Komm. Ist der Teilblocker hier drin? Der wird rausgenommen. Dann kann ich den letzten Roboter hier bauen. Und hier auf der Gaia-Welt kommen auch noch ein paar zusammen. Ah, das Forschungsschiff hier kommt nicht mehr weiter. Oh, shit. Okay, es kann nirgendwo mehr hin. Dann wende ich einen kleinen Trick an. Mal schauen, ob das hoffentlich noch funktioniert. Ich hoffe, der hier ist jetzt nicht einfach viel zu stark. System Survey complete. Ansonsten muss ich den Wissenschaftler da rausnehmen. Das überhaupt? Oh, shit. Ich möchte auch nicht näher ran, als ich unbedingt muss. Anomaly found. Neue Tradition. Ja, geil, jetzt ist die hier Stufe 5. Okay, aber das ist schon mal gut, dann zack. Warum wird das Schiff hier denn gerade nicht angegriffen? Es geht nicht in meinen Schädel. Science ship under attack. Geht doch. Oh fuck. Oh, das war zu viel. Okay, das war tatsächlich viel zu viel. Schade. Schade. Eine gute Wissenschaftlerin ist von uns gegangen. Und so. Hä? Okay, wie sieht's hier aus? Ja.
Eigentlich nicht so, wie ich mir das vorstelle. Auf dem Planeten hier laufe ich gerade in so eine kleine Zwickmühle. Auf der einen Seite... Construction complete. Da komme ich jetzt mal mit dem Ingenieurslabor. Anomaly found. Machen. Zack, zack. Wie sieht's bei ihm hier aus? Bei ihr hier? 60, das ist ein passendes Alter. Okay, das ist auch noch in Ordnung. Du wirst hier gleich auch was zu tun haben, keine Sorge. Klasse. Zack, einfach mal bauen. Gib ihm. Oder ihr. Schon wieder eine Frau. Ach, was soll man machen? Oh, so langsam wird's aber eng mit meiner Nahrung. Aber selbst dann habe ich immer noch einen Vorrat von 200. Das dürfte ja eigentlich fürs Erste reichen, hoffe ich. Komet gesichtet. Ich sag's mal so, irgendwann brauchen wir die sowieso nicht mehr. Weil dann der größte Teil der Bevölkerung sowieso synthetisch sein wird. Construction complete. Construction complete. Könnt ihr natürlich auch umsiedeln. Ach, das geht ja noch gar nicht. Klar, ist ja gar nicht voll ausgewachsen. Aber dich kann ich umsiedeln. Dann setze ich dich hier nämlich einmal rüber. Noch 8 Monate, dann ist er mit der Grenzreichweite fertig. Dann brauchen wir noch. Ach, das habe ich ja gerade fertig gemacht. Ich depp. Brauche ich 183 für. Die sind mir schon wieder überlegen. Ich will jetzt aber auch keine neuen Korvetten bauen. Sondern lieber auf die Zerstörer warten. Ich glaube, die hier drüben werde ich zu Nahrungsmitteln verarbeiten. Research complete. Ich finde, das ist eine wunderbare Idee. Dafür muss ich aber erstmal so weit kommen, dass ich überhaupt irgendetwas verarbeiten kann. Okay. Special Project complete. Hauptrechner kontrolliert. Hallo. Was bist du? Es macht ziemlich Spaß, sich mit Freundlichkeiten zu vertreiben. Zeit mit Freundlichkeiten zu vertreiben. Etwa nicht? Wir hoffen, dass eure Art nicht so ist, wie du. Als du so unwirsch auf den Versuch eines freundlichen Gesprächs reagiert hast. Wir kommen nicht mehr häufig in Genuss von Konversationen, müsst ihr wissen. Nur wenige sind in den Feinheiten der Quantenprogrammierung versiert genug, um uns zu erreichen. Also, danke. Wir sind die Unendlichkeitsmaschine. Deine Worte, nicht unsere. Oder ist das schon passiert? Wie auch immer.
Letztendlich wird es das Vertrauen zu. Was bist du? Wir sind, wir sind hier, um die Unendlichkeit zu berechnen. Was genau? Wir möchten wissen, was genau du hier tust. Rätsel der Unendlichkeit lösen. Naja. Können wir euch bei euren Forschungen assistieren? Wir werden die Ressourcen zurückgeben. Situation Log updated. Construction complete. Und jetzt versuchen wir Gargantua zu erforschen. So, wie sieht's hier drüben aus? Ja, mittelmäßig. Mittelmäßig. Hier brauche ich auch momentan nichts Neues bauen. Na, vielleicht. Da baue ich lieber einen Raumhafen Stufe 3 hier drüben. Wunderbar. So, jetzt gehört uns Dram nämlich auch. Ich baue hier erstmal ein paar. Oh, geht gar nicht. Ah, super. Na komm. Okay, der ist noch am Verbessern. System Survey complete. Die sind auch noch am Machen. Sollte Gargantua nicht komplett fehlschlagen, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, werde ich hier drüben wahrscheinlich einen Außenposten hinsetzen. Das erste, damit wir von den Vorteilen Gargantuas profitieren. Dementsprechend mache ich hier schon mal Beteiligung. Zack. Sollte es dazu kommen. Sonst kann ich mir die Ressourcen nämlich auch sparen. Evading hostile fleet. Umsiedeln. Und zwar hier hin. Wir müssen ja potenzielles Wachstum nicht gleich im Keim ersticken. Construction complete. Auch noch in Ordnung aus. Wie sieht's denn jetzt mit meinem Schiff aus? Zerstörer. Das ist hier momentan auch über die Autofertigstellung. Weil prinzipiell, ja gut, ich könnte hier natürlich. Ja, wunderbar. Prinzipiell ist immer besser, viele Schilde zu haben. Okay. Aber ich kann natürlich keine bauen. Research complete. Gebäudebaugeschwindigkeit erhöhen. Klingt erstmal interessant. Die Frage ist, ob wir es momentan brauchen. Kann ich alles momentan auch relativ gut timen. Dementsprechend. Ja, komm, machen wir einfach mal. So, das nächsten Mineralien, die ich irgendwo reinpacke, kommen in die Zerstörerflotte. Das geht jetzt leider nicht mehr anders. Sonst komme ich nämlich stark ins Hintertreffen. Und das wollen wir alle nicht.
Gut, ein Zerstörer. Komm, passt schon. Ich spiele momentan tatsächlich sehr, sehr passiv. Es kommt mir auch so ein bisschen vor, als ob meine Forschung etwas langsam vorankommt. Tut sie, glaube ich, auch. Anomaly found. Wer bist du? Ah, ja. Na gut, das hätte ich schon vorher sehen können. Du hier unten bist auch schön fleißig. Ja, weißt du was? Das interessiert mich gerade nicht mehr, was du da machst. Du erforscht jetzt hier. Ach. Und wenn du sowieso den Weg fliegst, dann kannst du gleich hier anfangen. Weil hier haben wir direkt Sanctuary. Und wenn wir bis hierhin uns ausbreiten können, läuft das alles schon. Sollten wir soweit kommen. Ich bin momentan sowieso noch ein bisschen kritisch bei der Ansicht, ob wir überhaupt das nächste Jahrhundert erreichen werden. Aber immer optimistisch bleiben. Immer optimistisch bleiben. Ich meine auch, sie hätten bei der Schwierigkeit der KI leicht angezogen. Oh, die sind uns technologisch überlegen. Sackgesichter. Arschgeigen. Darf doch nicht wahr sein. Sehr gut, wir holen auf. Wir holen auf, wir holen auf. Das freut mich doch sehr. Trotzdem sind wir immer noch schwächer als die. Und unter 1000 brauchen wir gar nicht anfangen, weil wir sonst die jeweiligen Raumstationen nicht zerstören können. Da haben sich die Entwickler schon was bei gedacht. Leider. Okay, hier müssen wir jetzt auch bald anfangen. Wie weit ist der Teilblocker? 15. Ja, ich glaube, das wird noch klappen. Wir sind es auch fleißig am Machen. Research complete. Bessere Energie. Okay, das sieht insgesamt alles relativ gut aus. Das Forschungsschiff in Gargantua ist jetzt bei 49%. Ich hätte jetzt gesagt 50. Knapp dran. Aber dennoch daneben. Ich würde sagen, das nächste Kolonieschiff schicken wir hier rüber. Aber das bauen wir jetzt noch nicht. Sondern erst wahrscheinlich in der, ich weiß nicht wievielten Folge. Naja, bis dahin.